Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute versuche ich mein Avocado-Creme ein bisschen anderes machen und mache die heute mit Cashewkern und wirklich ist sehr lecker geworden. Ich habe natürlich zwei Mixer dreckig gemacht, aber das wird ihr sehen auch im Video. Aber das hat es wirklich gelohnt und das kann man servieren. So. Zum Beispiel zum Abendbrot oder sogar beim Fernsehen schauen. Statt Chips lieber so ein Teller machen mit schön bunten Gemüse und dazu diese Avocado-Creme, sehr, sehr lecker. Oder macht man einfach aufs Brot oder Brotchen, Baguette mit Kräuter oder so wie ich jetzt mit Tomate gemacht, auf die Schnelle. Wirklich sehr, sehr lecker. Und ich finde sogar auch sehr gesund. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Für diese leckere Brotaufstrich brauchen wir gar nicht so viel Zutaten. Ich habe jetzt zwei so eine mittlere Avocado, etwas so reife Avocado. Dann brauchen wir etwas von dem Zitronensaft, nur vielleicht von halber Zitrone, so eine mittlere. Dann Cashewkerne, die habe ich über Nacht aufweichen lassen, kann man auch für 2-3 Stunden aufweichen lassen. Und dann Kräuter. Kräuter könnt ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack anwenden. Ich habe mir vorbereitet schwarze Pfeffer, Salz, Cayennepfeffer, Basilikum, es ist mein roter Basilikum und getrocknete Knoblauch. Wenn wir nehmen getrocknete Kräuter, dann hält unser Brotaufstrich 1-2 Tage länger, als wenn wir mit den frischen. So, und natürlich brauchen wir ein Gerät, wo wir können schön alles zerkleinern. Werden wir erstmal Wasser absieben und gebe gleich in mein Gerät. Ich überlege, ob ich etwas größere nehme oder doch kriege ich alles in so einen kleinen Becher. Und werde erstmal die Kerne etwas zerkleinern. Wir müssen nicht komplett fein zerkleinern, nur vorarbeiten. Eine feste Masse. Und jetzt schneiden wir die restlichen Zutaten. Erstmal Avocado. Und gleich zu den Nüssen. Und dann etwas schon von dem Zitronensaft. Aufpassen, dass die Kerne nicht reinkommen. Und verrühre erstmal nochmal nur mit einer Avocado. So schauen wir, schaut, die richtig schöne Masse wird. Dann geben wir noch eine Avocado. Noch restliche Zitrone ausdrucken. Und dann können wir schon alle Gewürze reinmachen. Pfeffer, Cayennepfeffer, getrockneter Knoblauch. Und getrocknete Basilikum. Den muss ich erstmal ein bisschen verreiben. Der duftet sehr lecker. Etwas Salz. So, meine Lieben, leider muss ich in einen Behälter das alles rausnehmen, weil es rutscht nicht nach unten. Und Wasser möchte ich nicht unbedingt reinmachen, weil ich möchte gerne, dass es auf dem Brot bleibt und nicht runterfließt. Und dieses Gerät schafft das einfach nicht. Ich muss Stabmixer nehmen. Deswegen rate ich euch gleich von vornherein, einfach Stabmixer nehmen. Dann seid ihr auf die sichere Seite, weil es ist so dick und rutscht nicht nach unten zu den Messern. Naja, muss mal alles austesten. Nicht zu wild. Es ist toll, wenn man in der Küche viele Geräte hat. Mit denen kommen wir durch. So, jetzt probieren wir nach Gewürze. Es fehlt auf jeden Fall Salz. Und ich glaube, hier muss auch irgendwas von der Süße fehlt. Und da gebe ich ganz bisschen Agavendicksaft. So vielleicht, keine Ahnung, so ein
Teelöffel großzügiger. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier vielleicht ein Esslöffel Olivenöl reinmacht. Denke, mit Olivenöl wird es besser. So, nochmal probieren. Jetzt ist schon ganz anderer Geschmack. Jetzt ein bisschen süßer und ja, und dann nach Geschmack, liebe Freunde. Ich gebe noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer und dann kann man schon in den Gläschen oder in die Schale auffüllen und im Kühlschrank. So ein Aufstrich hält ungefähr so bis 5, also höchst bis 5 Tage. Aber ganz ehrlich, es geht sehr schnell weg. Schaut ihr, was wir so in Konsistenz bekommen. Und so wollte ich gerne, dass es so schön dick bleibt. Das kann man ihn dann schön auf das Brot machen. Sehr lecker. Wenn er jetzt noch vielleicht eine Stundchen steht und durchzieht, sehr leckerer Brotaufstrich. Und ich finde, das kann man sogar mit den Gemüse dazu geben, wenn man die Möhren, Gurke, Paprika so in Stifte schneidet und dazu serviert in die Mitte diese Dip, wirklich sehr lecker, eine schöne Alternative zum Abendessen. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns leckere Brotaufstrich gemacht, es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und wenn er im Kühlschrank noch steht und wird das richtig so schön kühl, ist wunderbar. Und dann einfach so und essen. Einfach köstlich. Oder serviert man dazu auch Brot oder Baguette oder frische Brotchen. In meinem Fall habe ich Sauerteigbrot gebacken. Das ist ein 3-Tage-Brot ohne komplett und Hefe. Schmeckt auch sehr gut. Und dazu diese Brotaufstrich. Richtig lecker. So, liebe Freunde, ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr das ausprobiert, schreibt mir einfach eure Kommentare. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!